Ich habe denen erlaubt, sowas zu bauen oder zugestimmt, sowas zu bauen. Jetzt wäre die Frage, wo ich das sehe. There's no written content. Named objects. Ja. Symbols. Oder ich muss jetzt so eine Kammer für die bauen und dann können die sich da reinsetzen. Am besten mache ich das hier mit dran. Dann buddel ich das hier aus mit hoher Priorität und dann können die sich hier hinsetzen. Irgendwie so. Mal so eine Pharmakammer hier hin. Muss ja nicht symmetrisch sein. Dann können die da tanzen oder was auch immer die da machen. Was ist jetzt schon wieder? Eine menschliche Karawane. Ja, dafür brauche ich jetzt fast keinen Alarm. Das Problem ist, dass die wieder keinen Wagen dabei haben werden, ne? Die haben wieder nur Esel dabei. Kommt doch bitte mit einem Wagen. Wir sind nur einen blöden Ochsen. Die haben überhaupt keine Ware dabei. Ich weiß halt nicht, warum der Wagen keinen Zugang hat, oder die kommen hier nicht rüber. Das könnte sein. Eigentlich finden die immer einen Weg, aber dieses Shift D funktioniert hier nicht bei dieser Steam-Version. Dann weiß ich leider nicht, wie ich da rankommen soll. Ja gut, also mein Bookkeeper kann dann erstmal wieder aufhören. Kann dann mit einer geringen Genauigkeit. Und dann rufe ich den gleich zum Depot hin. Was macht ihr hier? Ihr seid Nahkämpfer und ihr seid bei den Fernkampfzielen, aber ist okay. Seid ihr da am Trainieren oder was? Macht ruhig. Macht ruhig. Was mit dir? Bist du verletzt? Nein. Ja, da wird bestimmt noch eine Menge eingebaut. Auch, dass die Alarme entfernt worden sind und so, das ist ja heftig. Das ist schon ein wichtiges Feature. Also mit dem Alarm konnte man Burrow einstellen, wo die dann alle hinlaufen und wer was dann macht und was das Militär dann macht. Ah, Diplomatie. Aber ist jetzt erstmal weg. Das ist mir völlig egal, was ihr wollt. Fisch. Ja, ich habe keinen Fisch. Ist mir so egal. So, packt ihr eure Ware hin. Ihr habt eh nicht viel dabei. Move Goods. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ammunition. Wow, ist das viel wert, das Zeug. 1000. Ich glaube, ich gebe euch mal hier so ein paar von diesen. Wow, guckt ihr das an. 1000, 1000. Ich muss aufpassen, dass der Wert nicht so hoch ist. Bodyparts könnte haben. Hier, Haar, Huf, Bone. Ja, hier, die Stoßzähne. Okay, die behalte ich aber. Da kommt man ja sonst gar nicht dran an sowas. Das ist ja. Das geht ja alles gar nicht mehr. So, Crates. Die Toys, gucken wir mal, wie viel. Ja, das habe ich mir nämlich fast gedacht. Ich habe die zwar die ganze Zeit auf Toys bauen gestellt, aber irgendwie bauen die gar keine. Weapon Racks. Dann muss ich jetzt auf das Essen hoffen. Ansonsten muss ich denen halt Waffen verkaufen. Die stelle ich halt auch gerne her. Wo ist denn das Essen? So, wo ist das Essen? Crutches habe ich jetzt alle nicht gebraucht. Ich habe die ja nur rausgeschmissen. Footwear, Headwear, Legwear, Locks, Meat. Bei Meat war das nicht. Hier, Prepared Horse, Spleen. Bitte nehmt's mit. Thread. Hier hätte ich sogar Thread. Ja. Caves, Spider Silk, Thread. Hier kann ich auch mal gucken, wie viel Stoff ich habe. Wenn ich es immer sehe. Hier, Cloth.
Jede Menge Kloss habe ich. Ich verstehe das nicht, was mein Problem ist. Warum hat er nichts zum Schneidern? Muss ich nur mal rauskriegen. Beds habe ich jetzt nicht so viele. Ammunition, Anvil. Die habe ich auch noch. Armor habe ich jetzt. Ja, schön. Die ganzen Sachen, die ich gebaut habe, nehmen die alle gut an. Barrels. Hier Food Barrel. 2000. 3000. Dann kriegen die hier meine Food Barrels, dann mache ich neues Essen. Ist noch irgendwas mit höherwertig dabei? Hier 2000. 7000. Ja, jetzt muss ich schon langsam aufpassen, was den Wert angeht, sonst kriege ich gleich einen Riesenangriff. Nochmal 2000. Sprach er und machte nochmal was, also packte noch was dazu. Okay, das packe ich erstmal dahin. Gucken wir mal, wie weit wir sind wir mit 13. Der Koch ist der Beste. Der kocht dir die teuren Sachen zusammen. Lavish Meals. Mach einfach. Was macht die Ente hier eigentlich? Zwei Item, ein Item. Jetzt requeste ich den hier hin und dann gucken wir mal, ob wir mit denen schnell handeln können. Bist du verletzt? Nein, dich habe ich schon mehrfach angeguckt. Du bist einfach nur unglücklich. Ich kaufe dir schöne Sachen. Dann gucken wir mal weiter. Hier, der Stockpile sieht jetzt echt gut aus. Es ist schön alles Fässer und Bins. So soll das sein. So, können wir traden? Trade. Ich glaube, das geht immer noch, ja. Mit diesen, mit dem Aussitzen, ja. Ich habe das auch schon gemacht. Ich habe schon, also bei der Vanilla-Version, also nicht bei der Steam-Version, habe ich meine Festung dann zugemauert. Da habe ich schnell Blocks platziert und dann habe ich alles zugemauert. Dann haben die wohl von außen gegen die Steine geschlagen, aber kamen nicht durch. Die hatten nur so ein paar Trolle dabei, die sind da nicht durchgekommen. Ja, und dann habe ich das ausgesessen. Habe ich von oben noch runtergeschossen. So, jetzt gebe ich euch hier mal alles. Mal gucken. Das ist jetzt halt der Hauptwert. Das hier und das hier. Dann bin ich bei 24. Da wird auf jeden Fall mal irgendwie eine Goblin-Armee vorbeikommen, aber das ist halt das Spiel, ne? Silver Bar. Ja, nehmen wir mal. Charcoal. Ich glaube, ich kaufe mal ein bisschen Charcoal. Clay könnte ich auch mal kaufen, weil ich einfach keine habe. Bisschen Wein. Ich meine, ich verkaufe denen ja teure Lebensmittel, dann kann ich billige einfach wieder zurückkaufen. Flail, nein. Bags, Sandbag. Ja, durchaus. Bins. Hier, kauf des Zeug. Ich habe so viel Stoff, aber. Value 3200. Das Leder und das. Ich kaufe das alles. Ich nehme das alles euch ab. Hauptsache, ich hab's. Meat, will ich das haben? Eigentlich nicht unbedingt. Fisch. Nicht unbedingt. Außer um den Fischdissektor glücklich zu machen. Plans. So, habt ihr Plump Helmets dabei? Wahrscheinlich nicht, ne? Das sind Menschen. Ja, ich kaufe trotzdem ein bisschen was davon. Vielleicht kann ich damit irgendwas anfangen. Kochen. Ja. Das sind Menschen, ist Menschenkleidung. Ich glaube, das geht nicht. Also bei den Backpacks, ich versuch's mal. Quiver nehme ich auch. Ich hoffe, die sind nicht zu groß. Käse? Nicht unbedingt. Den Codex kaufe ich auch. Sheets kaufe ich. Aber das ist es jetzt schon wieder. Für 3800, da kann ich alles wieder zurücknehmen. Sollte ich das. Nee, das Meat müsste ich zu schnell verkochen, fürchte ich. Dann kaufe ich euch alle Plans ab, damit ich ein bisschen Wert hier zusammenbekomme. Hier, das habe ich euch alles abgekauft. Maple Chest. Iron Pick. Ich kaufe die einfach aus Verzweiflung. Cages aus Verzweiflung.
Ich kaufe euch alles ab, was ihr bringt. Aber das Problem ist halt, dass sie nicht diese großen Karawanen bringen. Weil wahrscheinlich der Weg versperrt ist. Sind wir bei 4800. Da muss ich euch Sachen hier wieder wegnehmen. Die Iron Bowls kriegt ihr dann halt nicht. So, diese Barrels. Ich will auch nicht, dass der Wert zu hoch ist. Einfach wegen Invasion, ne? 6700. Versuchen wir es mal. Human Merchant ist kein Elf. Trade. Ah, wundervoll. Danke. Dann den hier wieder zurück. No Trader needed. Dann den Noble wieder hochstellen auf 4. Und du kannst dann sofort anfangen, Level Schmiels herzustellen. Ich denke, ich habe ja genug dazu gekauft. Und du kannst das Brauen anfangen. Auch endlos. Auf geht's, viel Spaß. Ja, dieser Verteidigungsgang, der hat ja auch funktioniert. Also sind ja zumindest schon mal ein paar Snatcher reingelaufen. Aber wenn da eine Armee von 100 kommt oder so, dann funktioniert das hier nicht. Also deswegen müsste man dann davor noch was machen. Was sind das hier für rote Flecken? Oh. Blutflecken. Alles klar. Ich müsste hier noch Fallen hinlegen überall. Ich brauche auf jeden Fall mehr Fallen. T. Cage Trap. Ich habe leider nicht so viel hergestellt. Ich muss mehr herstellen. Mehr Mechanismen herstellen. Mehr Fallen herstellen. Ja, was fehlt mir denn? Mir fehlen schon die Mechanismen, oder? Workshop first. Gar, Mechanismen fehlen mir. Okay, dann mehr Mechanismen. Cage. Hier 30. Stell die doch bitte her. Rock Mechanism. Habe ich keine Steine mehr oder was? Das kann immer sein, dass ich nicht genügend Steine habe. Hier schon echt alles leer gefegt. Ja, dann bitte. Dann haben wir hier noch durchbuddeln. Dann hab ich ja erstmal wieder ein paar. Vielleicht hier buddeln. Hier sind so viele Steine, aber es scheinen nicht die harten Steine zu sein, die ich brauche. Da muss ich tiefer graben. Famous Last Words. Geh, Treppe. Stairwell. Das müsste eigentlich noch gehen. Hoffe ich. Ebenfalls Famous Last Words. So ungefähr. Und da oben kann ich das auch machen. Zack. Da müssten eigentlich jede Menge. Also mit den Treppen ist auch ganz cool, dass man jetzt die Richtung dadurch bestimmt, ob oben drüber und unten drunter was ist. Aber der Stockpile ist auch zu groß. Was habe ich denn hier? So viele Bins und Barrels? Coffins könnte ich noch platzieren. Dann auf geht's. Furniture. Da kommen die ganzen Zwerge rein, wenn sie dann tot sind. Was ja leider andauernd passiert. So, mehr habe ich nicht. Was ist so mit Betten und sowas? Habe ich noch Betten gebaut? Furniture Bett. Oh, nur eins. Brauche ich Betten? Das ist die nächste Frage. Wir sind ja wieder Betten frei geworden, ne? Ich brauche auch keins. Hier, der hat noch keins. Das ist Dwarven Child. Der nimmt sich sogar ein Bett, okay. Eine Door. Ja, schön mal ein paar Türen verbauen, damit der Stockpile wieder frei wird. Hier sind auch so viele Steine, nehmt doch die. So. So. Können wir noch ein paar Betten herstellen? Da haben wir jetzt keine mehr, oder? Nein.
Dann Bett bitte. Make Bett. Am Bett. Ja, so 10, das ist okay. Ich verstehe halt nicht, warum man diese Mechanismen hier nicht herstellt. Aber die kann ich auch händisch in Auftrag geben, wenn es sein muss. Ja, der macht immer noch Seife, ja. Fantastisch. Oh. Ja, ich meine, du kannst Tastatursteuerung machen, ne? Also. Du kannst hier. Also ja, hier geht's. Make Rock Mechanism. Der steht hier aber auch. Zum Beispiel Bild. Da kannst du B drücken. Kannst du B drücken und dann kannst du hier Furniture, kannst du F drücken. Oder genau, und dann kannst du R drücken und dann kannst du auch deinen Chair platzieren. Also die Tastatursteuerung an sich ist schon noch irgendwie da. Mehr Dwarfs kriegst du, indem hier Migranten vorbeikommen. Du musst einfach ein erfolgreiches, schönes Vorhaben und mit Karawanen und so traden. Und dann ziehst du mehr Leute an. Aber du sorgst auch dafür, wenn du erfolgreich bist und viel Geld generierst und viel Wohlstand, dann kommen auch Angreifer. Und je mehr Wohlstand du generierst, desto mehr Karawanen kommen vorbei. Also größere Karawanen kommen vorbei, wenn du viel mit denen tradest. Dann kommen aber auch größere Angriffswellen und es kommen auch mehr Migranten. Ja. Ja, je nachdem, wie gut die Festung läuft, ja. Und die erste Migrantenwelle kommt, glaube ich, vor dem Winter oder irgendwie sowas. Also vor dem ersten Winter kommt auf jeden Fall immer eine Migrantenwelle. Du fängst irgendwie mit 7 Zwergen, fängt man an und dann. Ich habe bei der ersten Migrantenwelle habe ich nur 2 Stück bekommen, aber ja. War okay. Jetzt bin ich bei 50, zwischendurch war ich bei 62 oder was. Gab schon ein paar Verluste. Oh, wie sieht das hier aus? Seid ihr schon fertig? Ihr seid ja fertig mit Trail, ne? Ja. Ah, ich warte jetzt, bis die weg sind. Die müssen jetzt bald gehen. So, der unglücklich ist, also immer noch unglücklich ist, hast du einen Job? Store Item in Bin. Ist jetzt nicht die beste Tätigkeit, die man haben kann. Ich glaube, ich nehme dir das weg, Rigoth. Die Hauler-Tätigkeit. Vielleicht macht dich das nicht glücklich. Wo ist Rigoth? Ich möchte, dass wir auch nach Namen sortieren können. Hauler. Hier musst du hier oben irgendwo bei sein, Rigoth. Dann kommt das weg. Dann brauchst du nicht mehr Hauler. Dann kannst du mal minen vielleicht. Oh Gott. Bis jetzt ist noch kein Wehraffe wieder aufgetaucht. Also vielleicht habe ich alle Verwundeten erwischt. Ich glaube es zwar nicht, aber. So, was ist mit Tieren? Tiere sind alle zugewiesen, sehr gut. Habe ich hier sonst noch irgendwas, was ich verbauen will vielleicht? Hier, das mit den. Die sind immer noch am Toys herstellen. Make Wooden Bowls. Achso, der macht jetzt Wooden Bowls, aha. Rock Toy. Bowls. Wooden Bowls. Toy. Stellt halt nicht viel her. Bisschen Holz wird eingelagert, aber nicht viel. Was mit dir? Warum hast du nichts zu tun? Locum bisöl irgendwas. Du bist arbeitslos, oder? Ich könnte dich ins Militär stecken, wenn du willst. Gehörst du zu den armen Arbeitslosen? Oh, da wollte ich gar nicht hinklicken. Ja, inzwischen sind schon viele gestorben. Nee, es ist keine Arbeitslos. Sie sind alle irgendwas am Machen. Okay, weiter geht's. Wie läuft Crafting? Also zuerst kannst du hier so einen Workshop dir bauen und dann kannst du sagen, hier, ich möchte einen neuen Task hinzufügen, kannst du sagen, was du haben möchtest. Und später, wenn du so einen Noble hast, nämlich so einen Manager, musst du einen Manager einsetzen, dann musst du dem ein Office und alles geben. Oh, der will Major, der will was haben. Der ist gewählt worden. Ja, wenn du ein Office, so einen Manager hast, dann kannst du hier Work Orders vergeben. Das ist auf der Taste O. Und dann kannst du dem hier Aufträge geben. Dann kannst du zum Beispiel sagen, hier, stell mir Betten her. Sagst du Make Bed und dann sagst du hier 10 Stück. Ich habe jetzt hier schon mal 10. Ich hoffe, der stellt jetzt irgendwann mal her. Ja. Und dann hakt er diese Aufträge ab und dann werden die erledigt. Dann weist er das selber solchen Workshops zu. So geht das.
Also wenn du nachher viele Workshops hast, dann wird es halt irgendwann unübersichtlich. Ist das hier jetzt auch schon unübersichtlich, dann. Na. Make Rock Mechanism, ja. Was wollt ihr jetzt gucken? Ja, Shift-D geht nicht. Hier sieht man, Broker can access Depot. Das ist aber nur der Broker. Aber wo sehe ich jetzt den, ob der mit einem Wagen Zugriff hat? Broker requested Depot, move goods, trade. Ja. Das geht halt nicht. Shift-D geht nicht. Shift-D geht nach rechts. Weil WASD ist hier Steuerung, um auf der Karte sich zu bewegen. Was ist das oben rechts? Beim Trade Depot oben rechts. Hier kannst du das Ding benennen. Trading. Und hier kann ich das auflösen, das Gebäude. Remove this building. Ja, mir fehlt echt diese Taste mit dem Trade Depot. Also mir fehlt. Deswegen, hier kommt ja auch keine große vorbei. Keine große Karawane. Oder es liegt an den Fallen, aber das war bei der Vanilla-Version nicht so. Die sind dann hier so halt rumgefahren. Deswegen baue ich das so schlangenmäßig. Weil die Snatcher und so, die, oder Goblins allgemein, die nehmen halt den kurzen Weg, die Eindringlinge, die laufen dann in die Fallen rein. Aber die Karawane, die nimmt halt den langen Weg, weil die nicht über die Fallen drüber fahren will. Also die erkennen das. Das hat bis jetzt eigentlich immer funktioniert. Ich hoffe nicht, dass sie das jetzt gepatcht haben. Ja, genau. Das mit Shift-D kenne ich auch. Da hat er den Pfad eingemalt und hat auch gesagt, geht oder geht nicht. Aber das geht jetzt halt nicht mehr. Tja. So, Level Schmiel. Jetzt habe ich hier mal Training stehen mit dem Smiley. Sehr gut. So, gibt es sonst noch irgendwas? So, der ist ja auch noch irgendwas am Ernten. Mit den Plump Helmets, das funktioniert super. Also. Soll ich Cave Weed anbauen? Plump Helmets. Hier steht sogar, dass er Samen hätte. Plump Helmets hat doch Seeds. Dann baue ich die an. Vielleicht. Hier kann ich jetzt die Kammer hinbauen. So, jetzt machen wir hier so eine. Jetzt ist die Frage. Eine Meeting Area. Und dann gebe ich das. Gebe ich das dieser einen Gruppe. So. War das Brass Garlic? Waren die das? Ich glaube ja. Taverne. Vielleicht auch nicht. Ich wollte jetzt für diese Farmer-Gilde, die wollten was haben. Ich weiß aber nicht mehr, wie die hießen. Jetzt kann ich auch nicht mehr nachgucken, nicht wahr? Ah, jetzt habe ich das weggeklickt, verdammt. Miner. Sparring. Masterpiece ist gut. Fighting. Goblin Thief is fighting. Oh Mann, wo? Oh, Stray Dog. Ah, die haben hier gekämpft. Sehr lustig. Die haben gegen meine Tiere hier gekämpft, oder wie? Ja. Goblin Thief. Kämpft da gegen die Hunde. Ah, Mann. Ah, der Dorem ist jetzt Major. Okay. Ah, den muss ich jetzt auch noch einen. Ja, das. Den muss ich auch noch einen Raum bauen. Also dem Noble hier. Der hat jetzt hier die Mans. Ja, stimmt, der Major wird ja auch noch gewählt. Ja, das ist jetzt ein bisschen problematisch. Den baue ich das dann hier so hin, vielleicht. So. Wie groß muss das sein? Ich mache einfach hier solche großen Thronsäle. Hier hin und dann kann er durchlaufen und dann kriegt er da den nächsten Raum. Muss ja nicht schön sein, ist es auch nicht. Wenn ich das jetzt auf 1 stellen würde, dann würden die das auch sofort graben. So, da kommt halt der Major, das ist halt der Anführer hier. Kommt halt hier hin, fertig. Das Problem ist jetzt noch, wie mache ich das mit dieser Farmer-Truppe? Also, wo sehe ich diese Farmer-Truppe? Die wollten irgendwie so einen bestimmten Bereich für sich alleine haben.
Locations. Horst, hier, Braised Garlic, das müssen die sein. Dann bekommen die das jetzt. Ich nehme jetzt an, dass sie das sind. Dann mache ich für die. Ja, bei meinen Soldaten habe ich das Equip halt zusammengestellt. Hier kannst du dann sehen, klickst du das hier an. Jetzt habe ich hier beide Truppen und dann kann ich ihr Equip angucken, dann sehe ich, was die so haben. Dann habe ich mir Uniformen zusammengebaut. Ja. Na guck, die haben sogar ihre Equipment jetzt zusammen, weil die halt gerade auch im Training sind wahrscheinlich. Ja, Trinkschläuche fehlen noch ein bisschen, aber ja. Hier, da möchte ich das jetzt zusammenbauen. Ja, im Grunde müsste man für jeden einzelnen Schritt müsste man YouTube-Videos machen, die dann jeweils irgendwie eine Minute gehen und dann jeweils genau den einen Schritt erklären. Ja. Ich habe jetzt noch ein paar Tage Urlaub, vielleicht mache ich das mal. Aber ich denke mal, im deutschsprachigen Raum gibt es vielleicht auch ein, zwei Leute, die das machen. Also ein paar Dinge sind ja doch anders. So, ich möchte gerne. Ist das eine Meeting Area, die ich zuweisen muss? Nein. Accept. Braised Garlic. Ist das Ding jetzt zugewiesen oder nicht? Overlapping Meeting Area steht hier. Achso, weil ich schon eine hatte oder was? Dann bitte wieder entfernen, wie geht das? So, diese Meeting Area hier, die will ich den diesen Braised Garlic geben. Geht das? New Temple? Guild Hall. Da, New Guild Hall, ja. Ah. Oh. Ja, toll, jetzt muss ich das auswendig wissen. Ich weiß, dass die Farmer waren, aber. Farmer Guild. So. Wenn das jetzt alphabetisch sortiert wäre, da war es. Farmer Hall. The Foggy Pack. Ja, wo. Das konnte ich doch jetzt gar nicht mehr wissen. Also, jetzt habe ich mich dran erinnert, aber was, wenn ich das jetzt vergessen hätte, dass das Farmer waren? Remove current location. Nein. Was braucht ihr? Meeting place. Next. Agree to build a guild hall. The Foggy Pack. Farmer Guild Hall. The Hall of Crabs. Nine members. Citizens only. All visitors welcome. Only members can visit. Keine Ahnung. Was braucht ihr denn? Hier müsst ihr doch jetzt bei dem. Hier müsst ihr doch stehen, was ihr braucht. Meeting place. Ihr braucht doch mindestens einen Tisch oder so. Also ihr braucht Chests. Ihr bekommt hier drei Chests hin. Und dann bekommt ihr einen Tisch. Furniture, Table. Keine Ahnung, was ihr braucht. Ich habe keinen Tisch. Das steht doch eigentlich bei der Lupe steht das so dran. Oder reicht denen das so? Meeting Place 36, Next at 2000. 36 ist das Ding wert, das heißt, ich muss hier Statuen reinstellen, damit das was wert wird. Statue. 2000 finde ich übrigens ziemlich heftig. Wobei, wenn ich ein paar teure Statuen da reinstellen kann. Reicht das? Gravieren wäre gut. Erstmal glätten. Ich meine, der Raum ist ihnen jetzt erstmal schon mal zugewiesen. Need one, ja. Silksfeld habe ich nicht. Ja, du kannst lange überleben, wenn du an einer ruhigen Stelle bist, aber ich bin nicht an einer so ganz ruhigen Stelle. Das kommt drauf an, wo du siedelst. Du kannst auch im ersten Jahr schon komplett auseinandergenommen werden, wenn du das möchtest. Du kannst ja in so einem Evil-Biom kannst du ja siedeln, wenn du das willst. Klar, wenn du dich irgendwo abgelegen auf irgendeiner Insel, wo nichts ist, niederlässt, klar, dann passiert dir nichts. Aber das weißt du ja vorher, wo du bist. Ich weiß jetzt hier, dass hier nordwestlich von mir ist halt, sind halt Evil-Dinger und irgendwie eine Tagesreise entfernt. Hier kommen ab und an mal welche vorbei, ja. Ja, macht ihr das hier? Ja. So, der ist immer noch unglücklich, kann ich nicht ändern. Silk Thread habe ich nicht.
Soll ich das da rausnehmen? Make Soap. Langsam wird es. Iron Balls. Rock Mechanism. Make Charcoal. Thread into Cloth. Spin Thread. Silk. Keine Ahnung, können wir rausnehmen. Wooden Cage. Bed. Make Bed. I hope my English is good enough. Ganz gut, ja. Für Dwarf Fortress reicht's. Oh, wobei einige Gesteinsarten und so weiß ich es dann trotzdem nicht. Da muss ich halt nachgucken, was das ist. Aber das, ich glaube, ich würde auch im Deutschen nicht wissen, was Limestone, ob da jetzt irgendwie Eisen drin ist oder nicht, wüsste ich trotzdem nicht. Klar, darfst du Links posten, wenn das nichts Illegales ist oder pornografisch oder irgendwas in der Richtung. Klar, darfst du es posten. Ich werde das deinem gesunden Menschenverstand überlassen, dass du keinen Mist postest. Ja, YouTube sollte immer möglich sein. YouTube geht immer. So. Ja, ist das zu der Steam Edition? Ich nehme es jetzt mal an, ne? Weil die Steam Edition ist ja schon ein bisschen anders als Vanilla. Da hilft mir, glaube ich. Also das Tutorial von Vanilla hilft natürlich schon, weil man trotzdem noch weiß, wie ein Workshop und so funktioniert oder wie ein Stockpile funktioniert. Hier, Plump Helmets. Der prangert hier das Wort Jap an. Race, Ethnic or Religion? Allow. Aha, Jap. Ach, wegen Japanese oder was? Kommt schon. Jap. Jap ist doch kein schlimmes Wort. Selbst im Englischen, selbst wenn das eine Abkürzung für Japanese ist. Das ist so wie Deutsch, Jör oder so, GER. Das ist doch keine Beleidigung. Aber ist okay. Unglaublich, man darf Jap nicht schreiben. So, jetzt hat das aber der Wortliste zugefügt. So, jetzt bin ich hier fertig. Jetzt kann ich hier Türen einsetzen. So, Door. Door. Haben wir schöne Türen? Nein. Wir brauchen Türen. Vielleicht Rock Door. Goldtüren. Hat er jetzt Rock Door gemacht? Ja, 10 Stück. Machen wir mal 10 Stück. So, Table brauche ich auch. So, Rock Table oder so. Steel Table jetzt nicht unbedingt. Rock Table 10. Auch gut. Dann. Ich höre irgendwie die Bar hier. Make Throne. Rock Throne. Auch 10. Statuen. Ich brauche Statuen. Hier Statuen. Da geht auch Rock. Rock. 10 Stück. So, dann macht das mal alles. Dann kann ich hier nämlich den Raum einrichten na, für den Obermokel. Vorher kann ich es noch gravieren lassen und alles. Also erstmal abschleifen. Ruhig mit Prio. Sonst wird's ja nicht fertig. Ja, das mit den 3-Minuten-Tutorials ist halt eine gute Idee, ja. Nee, Feinde buddeln nicht. Also die würden jetzt nicht hier durch eine Wand einfach durchgraben. Das machen sie nicht. Also hier, diese Wand hier, wenn das eine natürliche Wand ist, dann würden die da nicht durchgraben. Aber wenn ich hier zum Beispiel selber durchgrabe und dann Steinblöcke reinsetze, dann würden sie versuchen, das aufzubrechen. Und das machen die dann auch. Also deswegen muss man aufpassen, dass man seine Festung, praktisch die Wände, nicht verletzt. Aber das habe ich schon gemacht. Dann kam ein Angriff, dann habe ich hier schnell Steine hingesetzt in den Eingangsbereich, also Blöcke, und gewartet, dass der Angriff vorbei war. Oder möglichst viele in die Fallen reinlaufen und so. Ich habe dann von oben vom Berg runter geschossen. Man kann auch irgendwie Türme noch bauen. Ja, so, der ist am Abschleifen, hoffe ich. Ist schon. Oh oh. Und ich habe Nachwuchs. Ein Zwergenmädchen.
Ah, Wooden Cage, Mechanism, sehr gut. Dann kann ich ja wieder Fallen aufstellen. Hier wieder vielleicht. So, dann Trap, Cage Trap. Ja, davon habe ich jetzt einigermaßen viele. Die knalle ich jetzt einfach hier hin. Hier würde theoretisch ja der Wagen durchpassen, wenn es einen geben würde, aber. Die stürzen sich halt immer schön auf meine Tiere. Ich müsste eigentlich hier vorne noch Fallen, hier so ungefähr Fallen hinbauen, wenn die von oben kommen. So, jetzt brauche ich wieder Mechanismen, richtig? Table, Door, Bed, Mechanism. Der soll ja auch noch 30 Stück herstellen. Mach das doch erstmal. Wie viele sind arbeitslos? Nicht so viele, so wie es aussieht. Also ein paar Arbeitslose habe ich, aber nicht so viele. Der hat Mining. Bist du fertig mit Graben oder was? Hier ist er noch am Graben. Dann grab doch erstmal. Der gräbt hier schön allein und der andere Buddler hier ist arbeitslos oder wie ist was? Der soll jetzt hier alles alleine ausbuddeln. Das muss er auch noch ausgraben. Hier ist auch noch einer beschäftigt. Ja, gut. Vielleicht will er nicht. Oh, Miasma. Das ist schon markiert als. Moment, ist hier. Refuse. Oh. Ah, verdammt. Ja. Corpse und Body Parts dürfen hier natürlich nicht drauf. Das habe ich falsch eingestellt, ja. Refuse ist okay, aber das andere nicht. Ja. Ich frage mich, wie lange das hier unten schon gammelt. Ja. Ich hoffe, die bringen das dann weg. Der sieht ja auch gut aus. Hast du nichts an? Items. Doch. Der ist sogar voll bekleidet. Warum siehst du so nackt aus? Bist du verletzt? Nein. Ich glaube, die Wehraffen habe ich überlebt, würde ich behaupten. Plant Gatherer. Howling das auch mal. Planter das auch mal. Trash Howler das auch mal. Können eh gerade alle machen, glaube ich. Habe ich noch irgendwelche Betten, die ich vergeben muss? Gucken wir mal. Bedroom. Accept irgendwem zuweisen. Ne, haben alle ein Bett. Ah, der unten nicht. Jetzt hat er auch eins. Jetzt muss ich nur noch ein Bett da reinstellen, nicht wahr? Mindestens ein Bett sollte da rein. Oh, da habe ich ja viele Betten. Sehr gut. Bett, 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 Bett. Oh nein. Da ist meine schöne Baugeschichte unterbrochen worden. So, Bett. Hier oben kommen auch schon Betten rein. Wenn ich die nämlich verbaue, dann bin ich die nämlich los und dann sind die von den Stockpiles direkt wieder weg. Das ist ganz schön, dann habe ich wieder Platz auf den Stockpiles. Immer irgendwie so 10, 20, 30 Stück bauen und dann schon wieder einbauen. So, sehr gut, habe ich. Kisten. Chest. Habe ich auch einige. Sehr gut. Chest. Da brauche ich jetzt gleich noch Chests für die Kammer unten, für die Farmer-Gilde vielleicht. Ich habe ja so viele gebaut, so. Chest, 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 Chest. F1 drücken. Zu der Farmer-Gilde, die haben ja schon ihre Kisten. Die sind noch am Abschleifen. Gibt es noch irgendwas? Türen vielleicht einbauen? Ja, mal gucken. Jetzt bin ich bei 15 Stunden. Solange ich nicht sterbe. So, das war keine Tür. Hier ist Tür. Haben wir Türen? Ja, ich habe nur die eine Tür, diese Kalktür. Die könnte ich meinem Obermogel hier einbauen, dem ich übrigens noch den Raum zuweisen müsste. Hier war das, oder? Jetzt sehe ich nicht, wo man die Tür hier einbaut. Hier? Ist das eine gute Qualität? Nein. Oh, das Geräusch.
Ach, der hat auch ein Kind gekriegt. Armorer. Oh Mann. Jade. Nicht, dass ich mich nicht freue, dass die Kinder kriegen. Ja. New Task. Rock. Toll. Endlos. Was machst du? Wooden Bowls. Rock Toy. Ja, die sind jetzt Rock Toy. Okay. Table. Ja, die stellen halt die Sachen her, die ich in Auftrag gegeben habe. Das ergibt Sinn. Könnt ihr das hier bitte mal erledigen? Ja, Dwarf Fortress ist schon. Das Spiel besteht daraus, dass man scheitert, sich das merkt, woran man gescheitert ist und das dann nochmal versucht, würde ich sagen. Aber die Grundsteuerung sollte man sich in YouTube-Videos angucken. Das ist schon nicht verkehrt. So, wie sieht denn das jetzt hier aus? Macht ihr das jetzt nicht? Die Tür haben sie jetzt eingebaut, die ist auch passable. Das ist alles Stufe Prio 1. Das müsst ihr nicht gleich mal machen. Wenn sie mal Zeit haben. So, der ist mit Essen herstellen fertig. 359. 515 Drink habe ich. Das ist ja perfekt. Da könnte es eigentlich mal aufhören. 515. Ich komme ja Jahrzehnte hin. Aber das ist gut, wenn ich so viel habe. Dann, wenn ein Angriff kommt, kann ich hier dicht machen. Vielleicht. Vielleicht soll ich Floodgates aufstellen oder so. Oder auch nicht. Einfach mal auf sich zukommen lassen. Ah, die werden das irgendwann abschleifen. Wie sehen denn meine Aufträge aus? Statue, Throne, Table, Rock Door, Bed. Also richtig voran geht's nicht. Hey, der eine ist auch immer noch unzufrieden, aber durchdrehen tut er auch nicht. Ist echt ganz nett. Es gibt welche, die kommen ganz gut damit klar, wenn die schlechte Laune haben. Ah, viel zu gut. Das ist Sarkasmus. Hier, Great Bedroom. Ich habe extra eine Statue reingestellt und den Boden graviert und alles. Fantastic Dining Room. Ja, das muss hier gewesen sein. Ja, ich. Fine Trap angeguckt. Ist so satisfied, euphoric, interested, delighted. Trotzdem schlechte Laune die ganze Zeit, die Frau. Da ist sie doch. Grigos, da ist sie. Das ist die. Tja. So, Grigos, du wirst jetzt umbenannt. Hier, Vaporizer. Vaporizer, schlechte Laune. So, mal gucken, vielleicht wird Vaporizer gute Laune irgendwann haben. Ah, jetzt sind sie hier am Schleifen, sehr gut. Ja, mit den Wehraffen. Ich glaube, das Problem wäre schon lange wieder aufgetreten, wenn das. Das hat funktioniert mit dem Ausweisen. Hier, die sind hier am Trainieren. Man sieht hier diese Bolzen, die hier fliegen. Ich hoffe, man sieht das im Stream. Vielleicht ein bisschen schlecht zu erkennen. Aber der schießt hier mit Bolzen. Vielleicht kann man es sehen. Ich hoffe. Naja, doch, man sieht das im Stream. Naja, jetzt schießen hier mehrere. Ja, sehr gut. Sehr schön. Ja, vorher hatte ich das genau ein Feld zu kurz. Jetzt stehen die halt in dem Zockball drin, das ist halt Pech. Aber vorher hatte ich das ein Feld zu kurz, da standen die nur hier vorne rum und haben nichts gemacht. Da dachte ich, hey, haben die das geändert? Hat er das geändert, der Torn Adams oder wie der heißt? Aber dann habe ich es ein Feld länger gemacht, als funktioniert. Dann haben sie angefangen zu schießen. Die müssen ja inzwischen auch relativ gut sein, oder? Mal Pause. Skills. Ich hatte gehofft, dass du gut schießen kannst. Der schießt doch da, oder nicht? Also eben haben die nur noch geschossen. Die haben doch jetzt nicht gerade eben gewechselt, ne. Das ist der Commander.
High Willpower, das ist gut. Skill. Oh, Organizer, oh Mann. Ich weiß nicht. Combat hier. Professional Archer, der ist gut. Professional Archer, das will ich lesen. Combat. Talented Marksed Dwarf. Talented Archer. Talented Marksed Dwarf. Archer ist, glaube ich, mit Pfeil und Bogen, ne? Die schießen ja alle mit der Armbrust. Sieht das jetzt bei dem auch? Expert Marksed Dwarf. Professional Archer. Der war wahrscheinlich schon Professional Archer, aber er hat gar keinen Bogen. Der hat ja eine Armbrust. Ja. Der hat auch Essen dabei. Alles gut. Mach ruhig, trainiere weiter. Wie ist schon besser? Ich müsste das Militär vergrößern eigentlich mal. Wer hat denn keinen Job? Nein. Da. Das sind immer alle beschäftigt. Hier der Broker, ne. Der soll mal schön da bleiben, wo er ist. Hier, die sind auch zufrieden. Der ist in einem Meeting, der macht Socializing. Bitte werdet doch glücklich. Was ist denn los mit euch? Very, very good bedroom. I've been well, aber unglücklich. Satisfied, interested, runterscrollen geht nicht. Ich glaube, Mods und sowas gibt es noch nicht, aber dieser Tarn Adams da, der Entwickler, der möchte das, glaube ich. Also der unterstützt das. Ich kann ja mal gerade gucken. Dwarf Fortress, Library, Workshop. See-through Smoothing Designations. Ah, es gibt schon Sachen, ja. Das ist das Erste. Also, dass man. Ah, okay. Snailing Race. Es gibt schon ein paar Sachen, ja. Better Instruments. Es gibt noch nicht viele Sachen, aber es gibt schon ein bisschen was. Ich meine, das Spiel ist jetzt gerade eben raus, also in der Version. Ja, für die Classic-Version auf jeden Fall. So Dwarf Therapist und so, das kommt hier bestimmt auch noch. Ziemlich sicher. So, wie weit sind wir hier mit dem. Wir sind nicht so weit. Was macht ihr da alle? Seid ihr da alle am Essen oder was? Werdet wieder glücklicher. 4, 9, 28, 7, 1, 52. Ja, die zwei Kinder sind geboren worden, ja. Add new task. Level Schmiel. 344. Ich mache einfach ein paar dazu. Fertig. Hätte ich natürlich auch über den Manager machen können. Einfach 10 Stück. Aber so haben wir es auch. Zack. So, braun 500 reicht ja wohl. Ich lasse jetzt einfach ein bisschen laufen, dass sie. Ach, hier, guck mal, wer das ist. Das ist ja hier der Vaporizer. Der unglückliche Vaporizer. Das ist der eine rote hier. Hier sieht man, wie es schwankt. 9, 2, 10, 11. Was passiert hier gerade? 58. Ach, hier kommen. Hier, jetzt kommt hier so eine Truppe mit 9 Leuten. Da sind sie. Das sind Migranten. Die suchen jetzt ein neues Zuhause. Es scheinen einige zu sein. 6 Stück sind es schon. Mal gucken, ob es noch mehr werden. Wahrscheinlich schon. Hier die ganzen Blutflecken. Der Hund ist hier am Kämpfen. Kann auch Kampfhunde haben. 58. Bis jetzt sind 6. Ah, 59, 60. Es werden immer noch mehr. 61. Lass jetzt immer noch ein paar dazukommen. Einfach laufen lassen. Die laufen, ja, seht ihr, jetzt laufen die hier rein und schließen sich an. Und jetzt muss ich denen gleich Betten geben und deren Tiere muss hier in dieses Gehege rein. Haben nicht viele Tiere mitgebracht, aber die, die sie haben, die müssen da rein. Damit die nicht verhungern. Sonst laufen die ins Vor in die Meeting Area und da gibt es nichts zu fressen, weil natürlich gibt es ja kein Gras. Dann verhungern die. Ja, doch, Dwarf Therapist wird gebraucht. Also, du kannst zwar hier die Jobs ganz nett verteilen, aber zum Beispiel hier sehe ich jetzt.
Der hat keinen Job. Aber dem kann ich jetzt hier keinen Job zuweisen. Hier sehe ich zwar, was er für Jobs hat, aber ich kann hier keine zuweisen. Dann muss ich jetzt mir den Namen merken, Zanek. Dann gehe ich zu Labor und dann darf ich den hier wieder raussuchen. Und dann kann ich ihm hier einen Job geben. Also das ist noch insgesamt ziemlich umständlich. Da müsste er das hier noch ein bisschen überarbeiten. Am besten das irgendwie zusammenlegen bei Labor, dass man da alle sieht und wer arbeitslos ist und überhaupt. Dwarf Therapist ist schon mächtiger. Vor allen Dingen siehst du halt auch, was wer wie gut kann. Und dann kannst du dem halt genau die Aufgabe geben. Hier musst du dich halt voll durchklicken noch, um das rauszukriegen, wer wie gut ist. So, habe ich jetzt hier alle Migranten. Ich hoffe. Schön alles wegklicken, einfach ignorieren. So, jetzt gucke ich nochmal, ob ich da was zuweisen muss. Nein. So, jetzt kann ich denen ihre Betten zuweisen. Ich habe ja Betten belegt hier. Dann kriegen die jetzt erstmal Betten. Bedroom. Hier müssen eigentlich auch Bedrooms frei geworden sein, ehrlich gesagt, weil hier sind ja ein paar gestorben, leider. So, jetzt muss ich dann hier auch nach unten scrollen. So, ist hier oben irgendeiner ohne Bett? Nein, nein. Hier, der hat kein Bild. Der hat kein Bild. Ja, vielleicht ist er auch durchsichtig. Bett. Ich habe ja vorgesorgt hier, accept. Dann. Jetzt muss ich schon viel scrollen hier. Accept. Zuweisen. Nach unten scrollen. Ja. Es dauert halt immer noch lange, das so mit Maus und Tastatur zu machen. So, die habe ich jetzt auch zugewiesen. Dann die nächsten da oben. Da sind jetzt schon echt viele wieder dazugekommen. Ich muss mehr ins Militär stopfen. Accept. Zwerg. Also mehr ins Militär stopfen, weil ich davon ausgehe, dass jetzt irgendwann mal ein größerer Angriff kommt. Dwarf und Child braucht doch kein eigenes Zimmer. Mann. Runterscrollen. Oh, das reicht nicht mal, meine Betten hier. Wir müssen die wieder im Dormitory schlafen. Ich habe so ein Gemeinschafts. Oh, es reicht gerade eben, oder was? Die haben sogar schon eine eigene Kiste hier. Totaler Luxus. Es geht genau auf. Das hätte ich geplant. Aber irgendwo, wie gesagt, habe ich noch so ungefähr 10 Räume, die frei geworden sein müssen. Von den Leuten, die gestorben sind. Nee, das war's. Zack. Hat das jetzt funktioniert? Das ist alles vergeben, ja. Hat jetzt ist genau aufgegangen. Ja, was ist jetzt mit den. Jetzt kann ich hier alle einzeln durchklicken und gucken, ob hier der zum Beispiel. Doch, ist vergeben, vergeben, vergeben. Vergeben, vergeben. Ja, jetzt könnte ich hier alle einzeln durchklicken hier. 61 Stück und gucken, ob hier irgendwas. Hier, das ist frei zum Beispiel. Dann kann ich das jetzt erstmal wieder rausnehmen. Ich weiß halt nicht, wo die alle gewohnt haben vorher. Die jetzt umgekommen sind, unglücklicherweise. So. Vaporizer kann man in die Lava werfen, ja. Oder einfach aus dem Feuer entlassen. Hier, du wirst nicht glücklich. Hier, der ist auch frei. Hä? Das war doch der Raum vom Vaporizer. Da habe ich doch extra eine Statue und alles reingestellt, damit er glücklich wird. Wo ist denn der Vaporizer? Ach, der Vaporizer ist bestimmt mit einer anderen oder mit einem anderen zusammen und jetzt, wo ist denn der Vaporizer? Ja. 61 Populationen. Jetzt muss man das hier irgendwie suchen. Da ist Vaporizer. Has Quarter. So, jetzt weise ich den dazu und dann vielleicht geht er dann da rein. Wenn ich noch ein Vaporizer-Ding sehe, dann nehme ich den da raus. Ach, hier, guck mal, das ist Pinke. Das ist doch wieder Miasma. Hier ist auch frei. Kann ich auch wieder auflösen. Was ist hier noch so? Achso, einige sind noch zusammengezogen, weil die sich wohl anscheinend mögen. Soll ich euch ein zweites Bett da reinstellen oder reicht euch eins?
Nee, aber ich glaube, ich habe alle, oder? So, Miasma. Rotten, prepared irgendwas. Ja, das kann ich jetzt nicht auswählen, weil der da steht. Lauf halt bitte da weg. Ah, tut er, so. Na, hat er ein ganzes. Das ist rotten, hat aber noch mehr Essen hier gebunkert. Ich weiß nicht, warum die hier Essen bunkern. Du brauchst vielleicht eine Chest. Ich weiß nicht, ob das reicht. Dann tu es bitte wenigstens in die Kiste, damit es keinen anderen stört. Hast du schlechte Laune deswegen? Thoughts. Disgusted. Ja, disgusted wegen Miasma. Warum musst du auch Essen in deiner Bude lagern? Viehcode. Welche Laune hat denn dieser Viehcode? Wird ja nicht die beste sein, ne? Ist auch nicht die schlechteste. Hier ist er. Ist so durchschnittlich. Ja. Die Magma-Reinigungsfunktion. Ja, einmal mit Magma durchspülen. Das sind Reste für später. Ja. Alles klar. Na, ich hoffe, das klappt. Ich hatte schon Forst, die, also ganz am Anfang bei Dwarf Fortress, das war noch vor ein paar Jahren, da hatte ich schon wegen Miasma komplettes Fort verloren. Weil das einfach nicht wegtransportiert wurde und ja, dann sind die da alle schön durchgelaufen. Das war irgendwie in einem Hauptstockpile. Das war nicht zu entfernen und ich habe das versucht mit auf den Refuse-Stockpile zu packen. Hat nicht geklappt und dann sind da alle durchgerannt. Alle hatten schlechte Laune, alle sind durchgedreht. Aber hier, Vaporizer, einigermaßen glücklicher geworden. Hat vergessen, dass er da mehrere Tote oder Leute hat sterben sehen. So, das bedeutet weitere Fallen. Ist natürlich völlig unabhängig voneinander, aber ist egal. So, Traps. Cage. Sehr gut. Bau. Bau. Hier auch welche hin? Klar. Falls die hier oben irgendwie rumlungern, dann fange ich mir die da auch weg. Dann hier vielleicht noch so eine Fläche. Warum kann ich jetzt nicht platzieren? Habe ich keine mehr, doch. Traps, Cage. Geht nicht. Block that dislocation. Willst du mich trollen? Ach so, weil das in der Luft ist. Ich verstehe natürlich. So. So, jetzt brauche ich wieder einen Mechanism. Wie sieht's denn aus mit Mechanism bauen? Throne, Table, Door, Mechanism 19 von 30. Du bist immer noch nicht fertig. Cages? Cages? Thread? Die Cages hat er alle gebaut. Okay. Ja, dann muss er jetzt erstmal mit dem Mechanism nachkommen. Was liegt hier denn rum? Leatherback. Hier liegt ein Skelett rum. Hier hatte ich ja auch mal diese Goblins, diese Snatcher. Vielleicht sind die das. Ich weiß es nicht. Was für eine Kreatur bist denn du? Goblinblatt. Doch. Ich glaube, die Goblins sind gestorben. Kann ich das claimen? Also was die dabei hatten. Du kommst auf den Refuse-Stockpile. Aber das Zeug, was ihr dabei habt, das hier, das hätte ich gerne. Hier. Kann ich das auch alles gleichzeitig claimen, bitte? Anscheinend nicht. So, woran erkenne ich, dass das gesperrt ist? An den Klammern oder wie? Ah ja. Aber das ist aber ein bisschen umständlich, oder? Hier an den geschweiften Klammern erkennt man das. Dass das verbitten ist. Das ist nicht verbitten, das hatte ich schon angeklickt. Das hier ist verbitten. Die Leatherback kann ich auch gut gebrauchen. Ist da noch irgendwas mit geschweiften Klammern? Nein.
17er. Können wir auch mal auf den Refuse-Stock packen. Ich weiß nicht, wer sie platt gemacht hat. Vielleicht der Hund oder so. Mich wundert das. Ich hatte ja eigentlich die Käfige nur hier hingebracht. Hier liegen überall Zähne verstreut. Oje, oje, oje. Das ist... Ja, mein Gott, sammelt sie ein. Mich wundert, dass sie nicht überhaupt eingesammelt werden hier. Was läuft das Militär da oben rum? Ex-Dwarf. Oh, der läuft hier rum. Soll er. Die müssen das jetzt holen. Ja, die holen das jetzt ab. Ja, keine Ahnung, wie die gestorben sind, aber anscheinend umgebracht worden. Sparring, Ex-Dwarf, Hunter. Dieses Spiel ist, ich kann es leider nicht sagen, dass es einsteigerfreundlich ist. Das ist nicht einsteigerfreundlich. Du musst dir auf jeden Fall Tutorials und Videos angucken. Das ist kein einsteigerfreundliches Spiel. Dwarf Fortress ist das letzte einsteigerfreundliche Spiel. Ganz ehrlich. Also ja, es gibt ein Tutorial, aber dieses Tutorial, das ist innerhalb von 10 Minuten abgehandelt und dann weißt du kaum irgendwas. Also wirklich nicht. Oh, da war übrigens ein Tutorial für Alerts. Ach so, ja, nee. Da sind die falschen Alerts. Ich wollte selber Alerts machen. Ja. Nee, das ist nicht einsteigerfreundlich. Das ist ein schwieriges, komplexes Spiel. Und jeder, der überlegt, sich die Steam-Version zu holen, soll vielleicht vorher, also wenn er die 30 Euro nicht so mal eben übrig hat, dann soll er vielleicht erstmal die kostenlose Variante spielen. Sich das Lazy Noob Pack besorgen. Mit Dwarf Fortress und dann Dwarf Therapist. Und dann einfach mal ein, zwei Stunden oder meinetwegen auch 5, 6 Stunden spielen. Und einfach mal gucken, wie gut er klarkommt. Und wenn er dann denkt, oh, das Spiel ist cool, dann kann er sich immer noch die Steam-Version holen. Außer du hast 30 Euro übrig, dann mach's direkt, aber ja. Ich glaube, so ein Spiel, da gibst du 30 Euro aus, spielst eine halbe Stunde und legst es wieder in die Ecke. Also Dwarf Fortress ist auf jeden Fall schnell frustrierend. Das ist alles andere als einsteigerfreundlich. Das ist genauso wie EVE Online. EVE Online ist auch nicht einsteigerfreundlich. Also auf gar keinen Fall. Nee, ich hab nicht geschlafen. Ja, ich streame jetzt 15 Stunden. Ich hab ja Urlaub. Ja, die neue UI sorgt schon dafür, dass es zugänglicher ist. Aber die ganzen Verbindungen, wie alles funktioniert, dass du den Workshop brauchst, um das und das herzustellen, dass du irgendwas schlachten musst, um dann da irgendwas rauszumachen. Um Gottes Willen. Und dann werfen die ein Tantrum, die Zwerge oder die mit dem Alkohol. Und wenn sie krank sind, brauchen sie Wasser. Und ach, mein Gott, das Spiel ist so kompliziert. Also die Inhalte sind schon kompliziert. Die Bedienung ist ja mit der Maus ganz nett. Aber dass du hier so einen Refuse-Stockpile alleine brauchst und wenn du den nicht hast, dann hast du Miasma in deiner Festung und ach mein Gott. Schreckliches Spiel, schreckliches Spiel. Nee, das stimmt. Man kann zwar im Urlaub auch noch schlafen, das stimmt. Jetzt bin ich gerade nicht müde. Also ich liebe ja Dwarf Fortress, das ist ja ein großartiges Spiel. Mit der Maus, ich finde das mit der Steuerung schon ganz gut. Aber wenn ich keine Ahnung von dem Spiel hätte, habe ich mir ja stundenlang, als ich mit Dwarf Fortress angefangen habe, hatte ich mir ein Let's Play angeguckt. Ich habe irgendwie 30, 40 Stunden Let's Play angeguckt. Also, dann hatte ich das komplett angeguckt und dann wusste ich ungefähr, wie der Hase läuft. Dann habe ich selber gespielt. Also mit der Classic-Version. So, machst du hier mal weiter? Ja. Das ist immer noch für meinen Noble hier. Sind eigentlich meine Kollegen hier, die Farmer, sind die eigentlich zufrieden? Ah, hier unten sind die auch alle beschäftigt. 901, next at 2000. Ja, ich bin noch dabei, die Guild Hall zu bauen. Hier, das muss auch noch abgeschliffen werden, hier drunter unter den Boxen. Das ist auch, das ist leider auch Prio 1 und deswegen geht das auch nicht schneller. Ja. 6 Leute sind überglücklich. 3 sind unzufrieden. Ja, die 3 Unzufriedenen müssen auch noch loswerden. Manchmal springt er einfach irgendwo hin. Was mit dir? Bist du verletzt? Nein. Wer schon ein bisschen länger dabei ist, weiß, dass ich so ungefähr 6 verletzte Zwerge ausweisen musste. Die mussten das Fort verlassen, weil die haben mit Wehraffen gekämpft.
und waren dann verletzt worden. Und wenn du mit Wehraffen kämpfst und die dich beißen oder kratzen, dann infizierst du dich damit und wirst dann irgendwann auch zum Wehraffen. Ich dachte eigentlich, das wäre auch schon das Ende des Forts, aber irgendwie geht's weiter. Diese Wehraffenkrankheit bin ich losgeworden durch das Ausweisen. Ich wollte die erst hier einsperren, hatte schon die Tür zugemacht, alles abgebaut. Und dann habe ich gesehen, dass ich die hier rausschmeißen kann. Das war auch nicht schlimm für das Fort, da hat sich keiner groß drüber aufgeregt, dass die Kranken gehen mussten. Ich hatte dir nicht mal die Wunden verarztet. Ich habe einfach gesagt, ihr müsst jetzt gehen, tut mir leid. Also tut mir leid, habe ich nicht mal gesagt. Ja, okay, das ist mit dem Wiki und so, ja, Tutorials und so findet man auch. Aber einfach nur installieren, hinsetzen, spielen, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Allein die ganze Mechanik mit den ganzen Stockpiles. Ich spiele ja auch eher sehr chaotisch. Bei mir ist ja alles. Ich habe zwar hier diesen Hauptstockpile, aber ich habe ja keine Stockpiles miteinander verknüpft oder so. Das ist ja nicht groß optimiert, was ich hier mache. So, was brauche ich noch? Betten? Ich könnte noch ein paar Betten herstellen. Wie sieht denn das mit dem Work Order hier aus? Statue, Thron, Table, Door, Bett. Stellt er immer noch ein paar her. Charcoal macht er theoretisch auch noch. Was ist denn mit dem Abholzen hier? Wie läuft's bei euch? Holz ruhig ein bisschen ab noch. Mach. Und Früchte sammeln darfst du auch. So. Am besten nicht hier, sondern weiter oben. Damit dir nicht direkt unter den Bäumen steht, wenn die abgeholzt werden. Weil der Baum, der Holzfäller selber, der kriegt die nicht auf den Kopf, aber alle anderen, die drumrum stehen, durchaus. Sammel die Früchte neben dem Blut, ist kein Problem. Hier, sammel das auch alles ein. Sehr gut. Kriege ich wieder mehr Plants. 69, nice. Ja, der Refuse-Stockpile funktioniert hier auch gut. Da kommt der ganze Müll drauf. So, du bist da am Abholzen. Ja, wie im Real-Life-Krankenhaus. Tür wird abgeschlossen und dann wird der Schlüssel weggeschmissen. Oder du musst einfach direkt gehen. Das ist auch RL. Ja. Ah, die beiden. Ich hoffe, die werfen sich jetzt nicht gegenseitig die Holzstücke da auf den Kopf. Oh. Wo läufst du hin? Achso. Das ist einer von denen mit schlechter Laune. Wie soll ich dir helfen? Ausweisen. Jeder, der schlechte Laune hat, der wird einfach ausgewiesen. Wir haben genügend Zwerge, die glücklich sind. Ah, guck, hier baut er was anderes jetzt an. So, wie viel Wert hat das hier? Muss das 2000 erreichen? Meeting Place 901. Next at 2000. Agree to be. Ich glaube, das reicht jetzt schon. Das ist schon gut genug für die. Die stehen ja auch schon rum. Machen die. Der Soapmaker. Herzlichen Glückwunsch. Du sollst Seife machen. Hier, die machen auch nicht weiter. Habt ihr alle so viele Jobs oder was? Seid ihr so beschäftigt? Ja, die haben alle Jobs. Hier sind ein paar bei ohne Job. Ja, doch schon ein paar mehr. Sieht denn das hier aus? Coal, Tourmaline, Sparring. Dass die trainieren, will ich eigentlich gar nicht wissen. Ich erwarte, dass die trainieren. Apropos erwarten. Die könnten ja eigentlich mal mehr Verstärkung vertragen, oder? Wer ist denn frei? Wer hat denn keinen Job? Nein. Ja, so viele sind inzwischen schon gestorben. Hier, die drei sind auch tot. Haha. Ich wollte die gar nicht umbringen. Bone Doctor? Nein. Peasant. Obok Eritordur. Möchtest du dich meinen Armschützen oder Marksman da anschließen? Obok Eritu irgendwas. Wo ist er? Ah, mit. Ah, das Scrollen geht hier nicht, oder was? Jetzt muss ich hier. Achso, weil hier ein Scrollfenster drunter ist, ist es jetzt da drauf. Und dann kann ich hier nicht scrollen. Ich kann gar nicht scrollen. So, jetzt kann ich hier scrollen. Sehr gut. Ja, da sind noch so ein paar Kleinigkeiten drin, auf jeden Fall. Obok. Jetzt muss ich den nämlich suchen. Es wäre ganz schön, wenn man das irgendwie einfacher kriegen würde. Wo ist er? Obok, da ist er. Not Marksroth, ja, jetzt bist du einer. Herzlichen Glückwunsch, willkommen bei der Truppe, Soldat.
Aber sonst noch irgendwelche? Ich bräuchte eigentlich sowieso mehr Soldaten. Dann, der hat keinen. Stonecrafter. Fischcleaner. Kip Kubakur. Der kommt noch bei der anderen Truppe mit rein. Oder hier noch. Und noch ein Fernkämpfer? Noch ein Fernkämpfer, ja. So, jetzt klicke ich das direkt weg. Kip Obakur. Hier sind ja auch die Farben nicht. Das ist noch besser. Und das ist nicht alphabetisch sortiert. Das ist ganz schön schwer, wenn man 16 Stunden streamt, dann. Das nur aus einer Liste hier raussuchen. Kip Obakur, da ist er. Kubakur, so hieß er. So, fertig. Back to Squad. Equip. Lass mal ein bisschen laufen. Zack, equipped. Jetzt fehlt den Gauntlets und die High Boots. Dann stellen wir die her. Iron Gauntlets, am besten so nicht zu viele, nicht übertreiben. Zwei. Und die High Boots. Ich weiß auch nicht, wie gut das ist, dass meine Fernkämpfer so Metallrüstung haben, aber ja, so ist es halt. Oh, 07. Ja, mein Follow funktioniert nicht so richtig, diese Meldung. Aber die ist eh von Eve. Die blendet die jetzt irgendwie nicht ein. Leider. Obwohl es an ist. Aber geht irgendwie nicht. Follow Alert ist da. Geht aber nicht. Muss ich dann noch die Properties einstellen? Nö. Tja, es kann nicht alles gehen. Im Mittelalter hat man Leprakranke auch verbannt. Ich glaube, die wurden auch vor die Stadttore gesetzt, ne? Die mussten dann da ausharren. Ja, also mit Excel, da brauchst du, musst du Eve Online spielen. Wobei die Excel-Anbindung wurde, glaube ich, wieder entfernt, oder? Da war doch irgendwas. Die wollten doch erst die Excel-Anbindung, haben sie doch hinzugefügt, dann haben sie es wieder entfernt. Irgendwas war doch da. Aber du kannst immer noch deine, die Daten als CSV exportieren. So Trading-Daten und so. Ich wollte sagen, stufenloser Zoom, aber ist ja mit Stufen. Könnt ihr das mal bitte abschleifen hier? So, ich hoffe, der macht das bei dem Military Squad. Ist jetzt ein bisschen größer wieder. Was ist jetzt? Oh nein. Oh nein. Warum immer eine Fame-Mood? Gib mir doch eine Chance. Enot. Wer bist du? Der hier? Nein. Wo ist Enot? Enot. Och Mann, ey. Immer eine Fame-Mood. Fame-Mood, da sieht man nicht, was sie wollen. Glaube ich. Der ist das. Strange Mood. Oh nein, der hat auch schlechte Laune. Aber ich glaube, wenn er es schafft, hat er gute Laune, oder? Geh mal bitte zu dem hin. Wo bist du? Da. Follow. Ah, er sammelt schon. Sie sammelt schon. So, jetzt sitzt du da. Und jetzt? Machst du nichts mehr, ne? Jetzt habe ich das Problem. Works furiously. Hat schon angefangen, oder was? Ja, geil. Hat schon mit einer Konstruktion angefangen. Ich könnte übrigens mal speichern, oder? Ich sag einfach Fey, dann kann ich das überspeichern. Safe. Diese Wehraffen habe ich ja überstanden. Ich würde eh nicht zu einem alten Spielstand zurückgehen, dann mache ich lieber ein neues vor. Ich habe speichere natürlich eigentlich nur wegen Abstürzen. Ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat. Mir ist das Spiel schon einmal abgeschmiert. Aber da hatte ich glücklicherweise 10 Sekunden vorher automatisch gespeichert. Oder manuell, ich weiß gar nicht mehr. So, einer ist wieder ultra unglücklich. Ist das unser Vaporizer oder? Mal gucken. Ja, speichert dauert ein bisschen. Aber das ist bei Classic auch so. Nennt man das eigentlich Classic oder eher Vanilla?
Das ist das Steam Remake. Ich glaube, bei Famo sieht man das nicht, was sie möchten. Es gibt da verschiedene. Es gibt Strange Mood, da siehst du's. Da sagen die relativ genau, was sie wollen. Da beschreiben die das so. Aber bei einer Famood, da siehst du das nicht. Vorsichtiges Halbwissen, sage ich mal. Ich meine, das ist so. Diese hier hat jetzt eine Famood. Aber die ist schon am Arbeiten. Jetzt ist es abgeschmiert. Ich habe aber gerade gespeichert. Der war fertig mit Speichern, ne? Der war fertig. Eindeutig war der fertig mit Speichern. Okay, Leute. Wo ist das Spiel? Oder hängt das Abschmieren mit dem Speichern zusammen? Das wäre ja lustig. Letztes Mal ist das nämlich auch 10 Sekunden nach dem Speichern abgeschmiert. Das könnte sein, dass es mit dem Speichern zusammenhängt, dass es abschmiert. Da habe ich mich gefreut, dass ich kurz vorher gespeichert habe. So. Hier, Faye habe ich das genannt. Das muss es sein. Ich glaube, das schmiert wirklich wegen dem Speichern ab irgendwie. 10 Sekunden später. Wahrscheinlich damit der User sich freut. Hier, lieber Spieler, du hast glücklicherweise gespeichert. Ich hoffe, das klappt jetzt mit dem LAN. Premium und Classic. Ah. Ach, das ist die Premium-Version, okay. Na, hat geklappt. So, jetzt klicken wir hier drauf. Stimmt das jetzt mit der Zoom-Stufe? So vielleicht. Aber die ist schon am Arbeiten. Oder der, wer, wie auch immer. Dann sieht das auch gut aus. Ja. Die Betten wurden hergestellt. Ich kann mal gucken, ob ich Betten hier noch irgendwo hinstellen kann. Oder muss ich hier noch was rausminern? Ich wollte jetzt aber erst, dass die mit dem Carving hier fertig sind, aber. Ich glaube, Miner und Carver sind ja sowieso unterschiedliche Jobs. Dann kann ich hier auch weiter minern. Ja, grabe ich hier nach unten. Irgendwie so. Schon mal für die nächste Horde, die hier ankommt. Also Migranten. Nicht Horde Goblins. So ungefähr. Ist immer gut, wenn man da schon ein bisschen was vorbereitet hat. Ja, das geht mit der Maus echt schnell. Da muss man gar keine Blaupause oder sowas machen. Oder sich irgendwas selber programmieren, was die Tastatureingaben macht zum Beispiel. Ja, soll er das erstmal buddeln? Hier könnte ich das auch noch runtergraben. Und dann könnte ich hier auch noch Räume dran setzen, oder? In gleicher Manier. Ich glaube, das ist auch relativ egal, dass sie so ein bisschen Laufweg haben, wenn das nicht zu exzessiv ist. Na, sehr gut. Zack. So, einer ist wieder super unglücklich. Wer ist das? Ja, Vaporizer ist wieder unglücklich. Weil du hier das glätten musst, oder was? Komm schon, nein. Vielleicht macht Glätten den Vaporizer nicht glücklich. Schön am Schlafen mit der Axt in der Hand. Hier, Vaporizer. Du hast doch hier sogar so ein schönes Schlafzimmer, oder? Das klappt ja gut hier. Das hier will ich. Hier, Vaporizer. Werd bitte glücklich. Ja gut, dann nehme ich dich jetzt aus dem Steineglätten raus, Vaporizer, wenn du das nicht magst. Wenn du Stonecutter nicht magst. Boost Vaporizer. Vaporizer ist doch der Einzige, der das macht, oder was? Everybody. Oh Gottes Willen. Erstmal rausnehmen hier. Genauso Engraver kann das auch raus. Das macht doch sonst keiner, oder was? Deswegen funktioniert das hier auch alles nicht mehr. So, everybody does this. So. Kann das jeder machen.
Da muss Vaporizer das nicht alleine machen, wird vielleicht auch mal glücklich. Was ist jetzt? Pause. Charcoal. Ah, Kohle wurde hergestellt. So, Vaporizer, was machst du jetzt? Man muss nur nach glücklich, unglücklich sortieren. Dann, da sind die ganzen glücklichen Vaporizer. Ich folge dir jetzt. So, lauf ruhig rum. So, jetzt helfen auch mal wieder ein paar andere mit. Oh nein. Das klingt nicht gut. Giant Humanoid Monster with two heads. Pause. Wo bist du? Oh nein, es hat wirklich zwei Köpfe. Das sieht auch noch so hässlich aus. Ich muss hier was zu trinken erstmal. Da liegt eine Hose rum. Hier unten liegt eine Hose. Warum liegt da eine Hose? Die ist nicht mal. Die ist sogar geclaimed. Die könnte jemand einsammeln. Oder hat der die verloren? So, ich packe jetzt erstmal alle wieder in meinen Burrow rein. Richtig? Richtig. Und ich muss da wieder alle assignen, die dazugekommen sind. Hier, diese hier. Wobei, Militärleute nicht. Ex-Dwarf. Ex-Dwarf, Ex-Dwarf. Ich weiß allerdings nicht, ob das gilt. Wenn die im Militär sind, dann überschreiben die bestimmt das. Denke ich mal. Ich denke, die können trotzdem rauslaufen. Ich weise da jetzt alle zu. Das macht ja keinen Sinn, dass die dann im Burrow drin bleiben. Wenn man denen den Befehl gibt, rauszulaufen. Okay, das geht. Die auch noch. Jetzt laufen die alle in das Burrow rein. Dann das hier raus und das hier. Nicht pausieren. Wo bist du denn? Oh Gott. Der läuft oben auf dem Berg rum. Ah, hier ist ein Fuchs. Dem läuft hinterher. Deswegen ist es auch ganz gut, hier so Fallen hinzubauen, dann laufen die da teilweise auch rein. Aber den. Oh, jetzt hat er den Fuchs wahrscheinlich getötet oder was? Wo ist der Fuchs? Hat er den gefressen? Ja, was so ein Bauxitmechanismus hergestellt. Ich wollte schon immer einen super wertvollen Mechanismus haben. So, jetzt läuft sie hier hoch. Oh Gott, jetzt kommt er schon im Vornah. Und er läuft über den Berg. Läuft auf die Fallen zu. Nein, hat die Ziege getötet. Tötet diverse andere Tiere. Kämpft mit dem Hund. Tötet den Hund. Tötet alle Tiere. Oh Mann. Heavy Bleeding. Ist erschöpft und blutet schwer. Ist er bewusstlos? Very flimsy. Beweglich, aber flimsy. Läuft langsam weiter. Kämpft noch gegen eine Katze. Okay, jetzt ist die Katze leider tot. Tötet alle Tiere. Kämpft noch gegen eine andere Katze, die ist jetzt auch tot. Jetzt ist die Frage, soll ich mein Militär einschalten? Natürlich. Ich würde sagen, die Fernkämpfer tötet mir dieses Vieh. So, confirm. Oh nein, die Katze ist doch schon am Ende. Was machst du da? Warum läufst du da direkt dran? Dwarven Child, ich dreh ab. Warum bist du? Der tötet das Kind. Jetzt ist es am Ende. Der tötet das Kind, ich sehe es doch. Warum bist du nicht drin? Ich wette, der tötet das Kind. Der braucht einen Schlag, dann ist das Kind weg. Das hat die Regenbogen überm Kopf. 3 Jahre alt. Tötet bitte den. Gut, dass er schon angeschlagen ist. Confirm. Kind, lauf weg! Oh nein!
Ist es verletzt? Natürlich ist es verletzt. Ja, ich kann dir nicht helfen, wenn ein dreijähriges Kind da rausläuft. Es ist wahrscheinlich schon tot, oder? 478 Jahre bist du alt. Exhausted nur noch. Wounds, keine Wounds. Faint, exhausted, bleeding, seriously injured. Da kommt der erste Soldat. Okay, was ist mit dem Kind? Was denkt das denn gerade? Afraid. Trauma. Terrified. Hier, jetzt ist er verletzt, oder? Health. Heavy bleeding. Ich hätte die anderen auch noch hinschicken sollen. Confirm. Jetzt ist das Kind tot. Jetzt ist das Kind tot. Oh nein. Was für ein Alert. Found dead, ja. Na, jetzt haben sie es umgebracht, aber ach, das Kind ist tot. Ah, verdammt, verdammt. Jetzt geht ja der Alarm los. Donnerstag um 11, okay. Hört man das? Schon laut. Das könnte. Jetzt sind alle mal einigermaßen wieder zufrieden. Jetzt ist ein Kind tot. Jetzt. Oh Gott, das wird übel. Okay, jetzt hebe ich das Burrow wieder auf, den Tötenbefehl. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn das Kind tot ist. Ich glaube, wenn ein Kind stirbt, dann ist fast das Fort schon am Ende. Aber jetzt gucke ich mal, vielleicht verkraften die das ja. Deceased, deceased. Ey, warum sind die Särge offen? So, dann da. Wie lange geht der Alarm wohl? So. Accept. Dann zuweisen. Wo ist das Kind? Dwarven Child. Hesgrave. Das ist so Mist. Ich musste okay drücken, damit der aufhört. Okay. Hesgrave, Hesgrave, Hesgrave. Ja gut, wenn du schon einen Grave hast, dann wirst du jetzt da einge. Ja, das ist blöd, dass meine Soldaten da zu spät angekommen sind. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das mit der Laune verändert. Bringt das Kind bitte weg. Das liegt da noch rum. Ja, schade, dass es gestorben ist. Ich wollte es eigentlich retten, natürlich. Ach ja, was ist mit dir? Hast du schlechte Laune? After seeing Riss, dead body. Ja, das ist das Kind. Fühlt gar nichts. Hallo, kann man bitte jemand das Kind wegtransportieren? Na, mit den Tieren ist auch immer noch nicht gut, das passiert mir immer, dass die Tiere so abgeschlachtet werden, weil halt jedes Monster, was ankommt, erstmal in die Tiere vorne reinrennt. Ich versuche ja hier mit den Fallen das zu machen, aber der ist auch wieder am Rand lang gelaufen und hier oben lang. Hier könntest du den da. Tooth. Hier die Iron Bowls. Wie kann ich das claimen? Oh nein, die Musik. Null? Noch sind sie nicht am Durchdrehen. Keiner sammelt das Kind ein. Kommt schon. Hier ist schon designiert. Die machen schon was damit. So, dann. Folgen wir dem Korps. Voll die traurige Musik. Jetzt tragen sie es weg. Oh Mann, ey. Ja, durch die ganze Festung, damit es jeder sieht. Die werden das jetzt in das Grab bringen, ja, da, zack. Oh, jetzt speichert er. Super. Perfektes Timing. Gerade das Kind eingesagt. Jetzt wird gespeichert. Eieiei. Also, totes Zwergenkind, das habe ich, glaube ich, noch nicht überlebt. Aber mal gucken.
Also tote Zwergenkinder sind mit das Schlimmste. Ich weiß auch nicht, warum das Kind draußen rumgelaufen ist. Das hatte ich vorher auch noch nicht. Wenn ich einen Burrow gemacht habe, sind die Kinder auch immer drinnen geblieben. Aber jetzt, diesmal anscheinend nicht. In dieser Steam-Version sind die halt nicht drin. Vielleicht hätte ich Floodgates oder sowas und dann zumachen. Ärgerlich. Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Noch sieht die Laune ja einigermaßen gut aus. Noch haben sie es nicht realisiert wahrscheinlich. Hat sich noch nicht so rumgesprochen. Wobei, das dürfte sich sehr schnell rumsprechen. Jetzt ist das Kind da drin. Eigentlich hatte ich das doch da. Ach nee, das hat er da selber den. Ja, jetzt kommen hier die Tiere rein, ja. Ja. Herbst ist da. Alles weg. Wie heißt das Ding? Isan. Skript, Isanskrit. Mal gucken, was Isanskrit ist. Objects. Isanskrit. 2500. Ja, nicht so toll. Aber immerhin, ja, das ganze Massaker hier. Hier oben habe ich auch Fallen. Da muss er auch dran vorbeigelaufen sein, leider. Da dann, Trap. Cage. Was will man machen? Trap, Cage und dann Multi. Ja. Isanskrit könnte ich da verbauen. Fantastisch. Das werde ich nicht tun. So ein Ärgernis. Hier oben kommen überall Fallen hin. Die laufen teilweise auch diagonal. Verflucht! Das schöne Kind. So, Isanskrit werde ich wahrscheinlich verkaufen, weil das stört mich ja, wenn das da die ganze Zeit als Mechanismus aufgelistet wird. Jetzt geht der Alarm wieder los. Ich weiß nicht, ist das normal? Ist heute, Donnerstag ist so ein komischer Tag für Alarmtests. Vielleicht sollte ich aus dem Fenster gucken, ob hier irgendwelche Rauchschwaden aufsteigen. Moment. Ich sehe nix. So, die Laune ist immer noch recht gut. Sechs, die sie überglücklich sind. Wie kann das sein? Hier ist gerade ein Kind gestorben. Was stimmt mit euch nicht, Zwerge? Achso, die laufen jetzt hier rum, um da die. Was, wo lauft ihr eigentlich hin? Achso, hier hoch. Achso, um hier die Fallen zu platzieren, ja. Ja, die können nämlich nicht da unten lang. Also einfach hier lang. Weil ich die Rampen schon abgebaut habe. Ach, ist angekündigt. Ah, okay. Gut, dass ihr das wisst. Ja, die ganzen toten Tiere. Mann, Mann, Mann. Ja. Können wir davon irgendwas schlachten? Add Butcher Animal. Ich versuche da mal was zu schlachten. Mal gucken, vielleicht klappt's. Es gab doch irgendwie Butcher Dead Animal. Ja, macht er auch gar nicht. Extract from Land Animal? Nee, geht auch nicht. Okay. Na, dann geht's halt nicht. Was bist du denn für ein Höhlentroll? Starkut. No Job. 65 Jahre alt. I feel so good. Du siehst nicht hübsch aus.
So, Drinks 383. Wir könnten wieder ein bisschen brauen. Drink vom Plant. Auf geht's. Wie sieht's mit den Plum Helmets aus? Nicht so gut. Also richtig anbauen tun die nicht. So, was ist mit euch? Der Wert ist bei 943. Ich könnte gravieren. Würde das den Wert erhöhen? Das macht es auf jeden Fall schöner, oder? Dann kommen hier noch 100 Statuen rein. Wie sieht es eigentlich bei meinem Noble hier aus? Das sieht doch jetzt super aus. Ist der Raum ist so frei jetzt. Dann. Door. Noch eine Chalk, ja. Schön aussieht. Dann möchte ich hier gerne. Was kommt hier hin? Hier machen wir das Büro hin, hier machen wir Essen hin und hier sein Schlafraum. Irgendwie so. Seat. Seat, sage ich. Seat. Dickes B. Chalk Throne. Dann Table. Geht da auch Chalk? Jetzt weiß ich nicht, welche Qualität. Dann hier. Chalk Table. Und noch ein Chalk Chair. Gibt es einen? Chalk Throne. Hier mit dem Plus ist, glaube ich, okay. Dann Statuen vielleicht. Hierhin. Chalk. Ich hoffe, du magst Chalk. Noch eine Chalk Statue. Jetzt habe ich Jet. Jet ist natürlich komplett dunkel. Boxit. Ja. Irgendwie müssen wir es machen. So, jetzt müssen wir hier Bedroom. Furniture, Bett. Hier so mitten rein. Zack. Weiß nicht, welches Bett. Hier. Das hat schon einen relativ hohen Wert. Dann Furniture, am besten eine Chest. Irgendeine mit einem guten. Hier Sand, Pierwood, irgendwas. Das packen wir hin. Und dann Furniture, ein Kabinett. Auf die andere Seite. Haben wir auch noch ein gutes. So, das weise ich ihm jetzt schon mal alles zu. Wie heißt er? Oh Gott, der hat doch ein Mandate. Export Backlass prohibited. Wir haben gar keine Backlass. Okay, Doran Odcutten. Der ist wirklich so. Also, Bedroom. Accept zuweisen. Zugewiesen. Dann sein Office. Office hier oben. Accept, das Doran dem auch zuweisen. Und ein Dining Room. Dining Hall in dem Fall. Auch ihm zuweisen. So, jetzt dürfte der noch nicht ganz zufrieden sein, weil da einfach. Jetzt geht der Alarm schon wieder los. Herrlich. Decent Study, Modest Study. Der braucht einen Decent Study. No Tomb, Mega Dining Room Braucher, Decent Dining Room. Aber sein Schlafgemach gefällt ihm schon. Decent Quarter. Obwohl hier noch gar nichts steht. Da ist noch nicht mal ein Bett drin. Das müssen wir ja erst noch aufbauen hier. Ja, bis jetzt das mit dem Kind geht noch. Mich wundert das total. Vielleicht hat er der Tat. Oh Gott, was ist jetzt ein Alert? Ich drehe ab. Eine Karawane. Eine Karawane ist, glaube ich, der beste Alert. Ihr seid Zwerge, oder? Mich wundert, dass hier keine Elfen vorbeikommen, aber vielleicht gibt es hier einfach keine Elfen. Das ist eindeutig ein Zwerg. Aber kommt natürlich auch wieder nicht mit einem Wagen angefahren. Das sind Zwerge, eindeutig. Oh, was ist das hier? Nee, nee, das ist eine alte Meldung. Nee, nee, die kann weg, die Meldung. Kann weg, kann weg. Karawane. Ja. Kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Den gebe ich auch wieder Essen. Der kann schon wieder anfangen zu kochen hier. Add. Prepare Level Schmiel, mach mal ein paar. Kochen, brauen kannst du.
Mach ruhig. Cool, wie die Tür benutzt wird. Der geht jetzt auch da durch. Da geht die Tür tatsächlich auf. Ist mir gar nicht aufgefallen vorher. Liegt hier noch Zeug drin rum? Das müsste ich alles mal wegbringen, diese Iron. Wobei, ich kann die Iron Bolts direkt drin liegen lassen. Vielleicht trade ich die weg. Mal gucken. Ist seit Wochen angekündigt, habe ich gar nicht mitgekriegt mit dem Alarm. Testen die für den Atomschlag oder was? Sehr gut. Für mich absolut sicher. Coole Statue, so ein Würfel. Jet Statue. Hä? Das ist einfach nur ein Würfel, das ist doch kein Zwerg. So, seid ihr schon angekommen? Ja, die packen schon aus. Diplomacy, ja. Was hat er denn für News? Oh, cool, ich werde ein offizielles. Can you imagine the trade wagons? Of course, they're responsible. Well, do you have? Ah, jetzt kann ich irgendwen befördern, oder wie ist das? Ja, jetzt ist die Frage. Ich kann jetzt irgendjemand zu einem Baron machen. Jetzt ist die Frage, wer ist denn mein Major hier? Jetzt hätte ich dem einen guten Namen geben sollen. Cook, Broker. Wie ist denn der? Doran. Das ist auch Major, den mache ich. Ist das okay, wenn ich den zu einem. Ich mache einfach. Okay, ich mache einfach mal gucken. So. Request for next year ist mir egal. Ich habe jetzt Windows. Okay. So, jetzt muss ich hier das Zeug wieder hinbringen. Barrels. Food Barrel 2000 ist okay. 3000 ist okay. Mein teuerster Export ist Food. Das hatte ich noch nie. So, hier, ein Item ist da drin. 7000. Wenn man das isst, was muss das fantastisch sein? 10.000. Ich provoziere es jetzt ein bisschen, fürchte ich. Ich wollte den Mechanismus da abgeben, der gebaut worden ist. Bars, Beds, Bodyparts, Boxes, Cabinets, Cages, Fox. Na. Claws, Crutches, Goblets, ne. Crates, nein, das behalte ich auch. Mechanismus. So, hier muss der eine gute bei sein. Du für 2500, du bist mir nur im Weg die ganze Zeit, du wirst auch weggetradet. Ja, und dann natürlich die Toys, ne? Hab ich die noch? Weapon Racks, Tools. Ne, das sieht schlecht aus. Ich weiß nicht, wo die Toys sind jetzt gar nicht mehr aufgelistet. Wahrscheinlich hat er gar keine mehr hergestellt, oder? Stones? Nee. Muss einfach tiefer graben, damit ich mehr Stein bekomme, den er dann verarbeiten kann. Ich glaube, der hat jetzt hier echt gar keine Spielsachen mehr. Locks, Mechanism, Stone, Statues. Die behalte ich schön. Tables, Thread, Thrones, Tools, Weapon Racks. Nee, aber ist okay. Das transportiere ich jetzt dahin. Wie viel? Fünf Items noch. Die sind so schnell bei mir im Transportieren. Wobei ich habe auch nicht viel hin transportiert. Das ist einfach nur teuer. So. Dann bei den Nobles. Noble, da nehme ich ihn jetzt. Was hat er jetzt noch? Weapon Rack, Armor Stand. Ah, da steht jetzt Need Weapon Rack, Armor Stand. Also steht das hier doch. Okay, der Bookkeeper, den stehe ich jetzt auf 1 und dann wird der nämlich hier hingeschickt. Broker requested. So, und der braucht jetzt einen Weapon Rack und einen Armor Stand. Ist das egal wo? Oder braucht er. Jetzt weiß ich nicht, wo der das braucht, ne? Hier.
Ach so, diesen Dining Room. Diesen Study. Der Bedroom ist okay. Dining Room. Ja, wo denn jetzt? No Weapon Racks, no Armor Stand. Needs one Weapon Rack, one Armor Stand. Ich glaube, es ist fast egal, wo das ist. Hauptsache, er hat es. Das war Military, ne? Weapon Rack. Schick die hier hin und da den Armor Stand hin. Weapon Rack. Eins, was eine gute Qualität hat, vielleicht. Okay. Hat sich erledigt. Und jetzt noch ein Armor Stand. Armor Stand. Hier so hin. Habe ich nicht. Ich habe keinen Armor Stand. So. Wooden Armor Stand. Habe ich welchen aus Stein? Rock Armor Stand. Na, 7 Stück ist okay. Ja, der platziert das jetzt, dann müsste das verschwinden. So, jetzt gucken wir mal, ob es ihm gefällt. Ja, jetzt hat er den Weapon Rack. Ist jetzt weiß. Zählt aber, kann mal gucken. Was stehst du denn hier? Guckst du dir den Raum an oder was? No Job. Lungert hier rum. So, jetzt könnten wir das noch abschleifen, richtig? Richtig. Ja, mich wundert schwer, dass ich hier noch lebe, ehrlich gesagt. Aber gut, der hat das jetzt alles. Jetzt kann ich Trade machen, ja. Ja. 22.000 nur für Essen. Plus das. 26.000. Und da ist nicht viel drin an Meals. Das sind teure Essen. Das sind sehr gute Essen. Ja, gucken wir mal, was wir hier haben. Die Ropes nehme ich auf jeden Fall mit. Cages? Na, nicht unbedingt. Pigtail Hood. Ja, why not? Pigtail. Nimm die Gloves auch mit. Kann sich irgendwie anziehen. Bags. Ich könnte mir ein paar Bags kaufen, natürlich. Red Sandbag. Plump Helmet Spawnback nehme ich auch. Cave Spider Silkback. Rock Nuts. Ich glaube, ich nehme hier alle Bags mit. Zack. Ja. Bins. Natürlich, nehmen sie mit. Trader Profit immer noch viel. So. Was ist denn mit Plump Helmet Spawns und sowas? Habe ich die jetzt schon irgendwo da mit drin? Hier, Plump Helmets. Gibt sie mir alle her. Plump Helmets nehme ich, dann verbrauche ich die. Fruits. Ja, gib einfach ein paar her, dann kann ich die auch verbrauen. Quiver nehme ich auch. Irgend so eine Silberdisk nehme ich auch. Ich bin ja immer noch relativ gut dabei, ne? Trader Profit 18.000. Unglaublich. Hier sind wir schon beim Käse angekommen. Splints. Ich nehme alles mit. Hier, Kodizes nehmen wir auch mit. Plump Helmet habe ich ja alles. Ich nehme euch alles ab. Zinnbar, wer weiß, wofür man es braucht. Das kann man immer mal gebrauchen für irgend so eine Mut oder so, wenn irgendwas fehlt. Ich glaube, die Caches nehme ich auch noch mit. Plump. Habe ich schon alles, ne? Alles, was mit Plump zu tun hat. Plump Helmets habe ich auch alle. Soap direkt kaufen, vielleicht. Ne, Lobster, so will ich nicht unbedingt. Was gibt's denn sonst noch? Was ich haben will, unbedingt Sand vielleicht. Habe ich schon. Sandy Clay. Okay, das trade ich so, aber ich nehme euch trotzdem noch wieder was ab. Ich ein bisschen zu viel gewinne.
18.000, 11.000 gewinnen. 7.900 gewinnen. Value 8.055. Trader Profit 7.000. Hätte ich, kann fast alles behalten hier. Trader Profit 5.000. Das gebe ich euch. Fertig. Trade. Was heißt denn Mer Trade? Hat er das jetzt akzeptiert? Nur Handel. Wir respektieren, dass das nicht nur ein Handel ist. Ecstatic. Ah. Ja, das scheint glücklich zu sein, oder? Ich habe jetzt alles richtig gemacht, oder? Gucken wir mal. So, Air Broker Move Goods. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat jetzt. Hat das geklappt oder nicht? Eieiei. Ich bin nicht so sicher. Wobei, ich habe hier Ammunition ausgewählt. Doch, doch, das hat geklappt. Die Sachen sind jetzt alle hier. Horse Soap. Hier sammelt sich so viel Zeug. Ich glaube, das hat geklappt. Warum auch nicht? So, Noble. Wieder ein bisschen hochdrehen. Und dann kann ich mich um den anderen Noble da kümmern, was dem noch fehlt. So, bei dem Dining Room. Decent Dining Room. Dining Room. Er hat ein Modest Study. Needs Decent Study. Dining Room. No Tomb. No Armor Stand. Ja, wir arbeiten dran. Ja, die sind hier noch am Gravieren. Mehr Holz wäre auch gut. Ja, es ist keiner mehr super unglücklich. Uns ist ein Kind gestorben. Und es dreht keiner richtig durch. Was ist hier los? Wir sind alle glücklich. Das hat er auf jeden Fall entschärft. Vorher ein Kind tot, Ende. 5 Minuten später war das Fort kaputt. Sind alle durchgedreht und dann hatten nachher komplett alle schlechte Laune. Da ist so eine richtige Lawine dann losgegangen. Dann hat einer einen Tantrum geworfen. Zum Beispiel die Eltern des Kindes sind dann durchgedreht. Und dann dreht er, die schlagen dann irgendwelche tot und dann drehen die nächsten durch und ja. Aber hier? Vielleicht war das Kind ein Weise? Keine Ahnung. So, was ist eigentlich hier mit? Cancel Order. Ja, mit dem Gravieren sind die ja schnell. Seid ihr durch? Da könnten wir nämlich jetzt hier den Armor Stand hinstellen, oder? Der ist jetzt fertig, bestimmt. Needs Armor Stand ist noch nicht fertig, okay. Ja, Schleifen ist fertig. Ja, 16 Stunden und ich lebe immer noch. Und was macht ihr? Ihr habt schlechte Laune und guckt euch aber hier um, okay. Oh, der lebt hier im Luxus. Ja. Pause. Habe ich jetzt meinen Armor Stand hier? Nein. Wo ist denn der Armor Stand? Work Order? Make Rock Armor Stand. Ich glaube, der macht das, sobald das abgehakt ist, oder? Das muss nicht ganz oben stehen. Ja, mach einfach. Der schläft da schön. Ist er jetzt ein Baron geworden eigentlich? Barony, ja. Ach krass. Der hat jetzt seine speziellen Anforderungen auch dafür. Der bräuchte jetzt auch ein Tomb. Okay. Der bräuchte jetzt ein eigenes Tomb.
Ganz arm. Wo sind denn die Grabkammern? Die sind doch gar nicht so tief, oder? Da sind sie. Ich könnte ihm so einen eigenen abgeschlossenen Bereich machen. Dann kann ich den auch gravieren und alles. Habe ich hier eine bestimmte Anforderung? Drei. Reicht ihm das als Grabkammer? Wie luxuriös muss es sein? Du kannst direkt neben dem Kind beerdigt werden. Da macht man keine Witze drüber. Aber das Kind ist rausgerannt, ich konnte es nicht verhindern. Ich wusste zumindest nicht wie. Die Zwergenbevölkerung hat das wohl ähnlich eh gesehen. Die scheint das ganz gut verkraftet zu haben, weil hier dreht jetzt keiner mehr durch. Oh, was ist hier jetzt schon wieder los? Ah, die Mechanismen sind fertig. Ja, der Baron wurde gewählt. Der Hund ist tot, okay. Ah, dann gucken wir erstmal, ob wir die Mechanismen, ob wir das weiter hier platzieren können. Ne, nochmal hier hin. Hier auf dem Berg. Oder hier so vor noch, hier. Cage Trap. Ja. Dann weiter geht's. Die laufen ja auch immer so am Rand, mehr oder weniger. Kann ich hier auch was platzieren? Da geht auch. So, dann platziert das da mal bitte. Was ist mit dir? Refined Coal, ja, hast du nicht. Tut mir aber leid. Liegt hier ein Salat rum? Ja. Hier liegen die Skelette rum. So, ihr rennt los und ihr baut die Fallen ein, ne? Ja. Sehr schön. Noch hat es ja bis jetzt geholfen, auch wenn das nicht viel abgewehrt hat. So, Batscher. Level Schmiels. Die sind ja so unglaublich wertvoll. Koch mal bitte weiter. Die sind ja so unglaublich wertvoll. So, hast du den seiner Mönchsrobe? Na, vielleicht sollte ich. Ja, das sind Plump Helmets. Das ist ja okay, baut die ruhig an. Hier, die sind wieder am Trainieren mit ihren Holzbolzen. Habt ihr noch genügend? Iron Bowls, Walnut Bowls. Naja, ihr habt noch genug. Verballert die erstmal alle. Ne? Hier ist noch der Elefant, den ich ganz am Anfang geschlachtet habe. Als Statue verewigt. So, haben wir jetzt hier mal einen Armor Stand. Ja. Ist sogar einigermaßen gute Qualität, hat hier einen Stern. So. Dann gucken wir mal, dass der da hingebaut wird. Der zählt ja jetzt noch nicht, ne? Doch, der zählt sogar schon. Jetzt braucht er nur noch ein. Du das ist noch gar nicht platziert. Needs Armor Stand. Needs two chests. Der braucht noch eine Chest. Richter. Chest. Haben wir einen in guter Qualität? Sand Pure Wood. Sand Pure Wood Chest. Noch eine. Stellen wir ihn die auch noch dahin. Ja, du hast hier schlechte Laune, ne? No Job. Enot. Mechanic. Ja, du bist mir ein Scherzkeks. Bau doch hier mechanische Teile. Wo ist denn der Workshop dafür? Hier. Hier, bau ruhig viele. Fang mal an. Ihr habt mit den Toys auch aufgegeben, ne? Moment, ich mach das jetzt über den Manager. Rock Toy. Und dann machen wir davon 1000 Stück. Mal gucken, wie sie zurechtkommen. Ich erwarte, dass ihr das jetzt macht. Please. So, der sollte jetzt Mechanismen gleich machen. Ich hoffe, die unglückliche Frau kommt hier hin. Nur du bist auch unglücklich.
462 Drinks, ihr seid am Braun, das ist okay. Level Schmiel, mach ruhig mal mehr. Mach ruhig mal mehr. Macht er nicht, doch. Ich dachte schon, mir fehlt ein Fass, aber hier hat er viele Fässer. So, der hat jetzt seinen Armor Stand, hat er jetzt auch. So, jetzt fehlt ihm noch das Grab und dann hat er hier Export Bucklers. Das ist mir egal, Bucklers habe ich eh nicht. Aber der braucht sein Grab. Das kannst du bekommen. Du bekommst auch noch eine Tür. Hier, so eine. Dann bekommst du hier dein Grabdingen hin. Das gute Erdmöbel. Zack. Geht, ich brauche einen Koffer. Rock Koffeln. Ja, mach ruhig mal 10 noch. Ja, die sind da immer noch am Einsagen. Die sind immer noch am Einsagen. Das hier können wir schon mal glätten, oder? Ja. Kommen schon die ersten da hingelaufen. Oder ersten vielen. Machen dem Baron ein extra schönes Grab. Ich weiß gar nicht, was der Baron hier bringt, aber... Ja, ich bin gespannt. Vielleicht kommen dann ja mal echt bessere Karawanen vorbei. Ist auf jeden Fall eine Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme. Und wie schnell die sind, wenn das so viele sind. Ah, läuft doch gut. Zack. Ist das jetzt auch direkt fertig? Ja. Du noch nicht. Jetzt ja. Sollen wir das auch direkt gravieren? Ist eigentlich ein bisschen Verschwendung für so ein Grab. Das sieht ja keiner, aber ist okay. So. Machen das auch mehrere Leute oder nur einer? Nee, jetzt fängt alles so an zu blinken. Sehr gut, es sind auch wieder viele. Sehr gut. Und wie viele das sind. Habt ihr nichts zu tun, dann graviert auf den Boden. Mit dem Zahnstocher. Deswegen sieht das auch so schön blass hier aus. Es ist so ganz fein reingraviert. Na, so schnell geht das nämlich. Fertig. So, und jetzt ist bestimmt der Coffin auch fertig. Nein. Echt nicht. Coffin, 10 von 10. Wurde aber bestätigt. Hast du vielleicht keinen Stein mehr? Könnte das sein. Haben wir hier überhaupt noch irgendwas mit Stein? Grab einfach. Noch eins breiter? Ich weiß gar nicht. Muss nicht symmetrisch sein, ist eh nicht symmetrisch hier, also. Oh Gott, wieder ein Kind geboren oder was? Nee, Stray Cow. Tiger Iron. The Hall of Artifacts, a Craftsdorf Guild has been established. Die wollen bald auch irgendwas haben. Mit irgendwas haben, meine ich, dass die so eine Kammer hier haben wollen. Seid ihr denn hier glücklich? Hier, die sind immer noch nicht fertig, obwohl das höchste Priorität hat. Oder geht die Priorität andersrum? Very low priority. Very high priority, verstehe ich nicht. Das ist Stufe 1, also die höchste Priorität macht keiner. Ach, weil die nicht drankommen wahrscheinlich. Also einmal auflösen. Ja. Okay. So, wie sieht das hier aus mit eurem Raum? Der 1423. Aber die sind ganz glücklich, oder? Ihr habt ja... Mehr wolltet ihr nicht.
So, Grabkammer. Wie weit sind wir? Mit unseren Coffins. Coffin? Nein. Rock Armor Stand. Ja. Dieses Soap from Tello ist immer noch nicht durch. Ja. Was ist jetzt? Die Statuen hat er gebaut. Ich könnte ein paar davon einbauen, um hier den Preis zu erhöhen. So, haben wir eine gute Statue, die den Preis erhöht. Ja. Ich nehme einfach mehr hier. Müsste ja der Preis weiter steigen. Zählen die schon dazu? 1423? Nein. Erst wenn sie platziert sind. Okay. Immerhin. Kann ich das hier markiert lassen? Er aktualisiert das dann? Gucken. Jetzt sehe ich natürlich nicht, wenn es platziert wird, aber. Ja. Es müsste eigentlich langsam platziert werden, ne? Nichts sehe ich. Ah doch, er hat die ersten platziert. Also wird es nicht aktualisiert. 1483, ja, aber das hat es nicht stark gesteigert. Ist okay. Hier, Plumpemmels. Petitions. The Hall of Artifacts has many members in Y-Paddled a Guild Hall. Crafts Dwarf Guild. Ja, na klar, kriegt ihr das. Aber nicht direkt. Er hat einen Koffer hergestellt. Dann gucken wir mal. Kann ich den direkt einbauen? Dann bitte. Wo ist der Coffin? Furniture. Burial. Ach, Chark. Das liebst du doch so. Das habe ich dir so. Ich hoffe, der mag das wirklich, weil ich habe das schon überall hingebaut. Also für ihn jetzt. Du das bitte da hinbringen. Aber jetzt kann ich das schon designieren, ne? Ich meine, der ist ja wahrscheinlich nicht eilig mit dem Sterben. So, Tomb. Dann Doran. Okay, bist du jetzt glücklich schon? Ja, er ist glücklich damit. Needs decent dining room? Hat decent dining room. Die needs decent study? Hat decent study. Fine Tomb hat er sogar schon. Und er braucht ein Tomb. Aber der Dining Room ist genau das, was er braucht. Needs decent dining room und hat er auch. Ja. Und Butler will er nicht. Okay. Das kriegen wir hin. Aber sieben sind glücklich. Null unglücklich. Nur einer ist nur noch ein bisschen beleidigt. Wahrscheinlich, weil das Kind gestorben ist. So. Jetzt ist sogar noch das Ding da eingebaut worden. Ist er jetzt noch glücklicher? Nee, ne? Feintum, ja, hat er immer noch. Okay. So. Bist du hier am Kochen? Ne. Level Schmiel, unendlich. 603 Drink. Nice. Jetzt könnte ich meinen Militär noch weiter. Jetzt habe ich 73 Population. Wann ist das denn passiert? Kann ich hier noch Leute zuweisen? Bedroom. So, wo ist jetzt noch kein Bedroom? Ich habe doch hier wieder welche rausgenommen. Ja, die sind hier noch am Graben, theoretisch. Ich hatte hier doch welche rausgenommen. Das hier ist doch nicht markiert, oder? Ja. Accept. Hinzufügen. Sind hier wieder welche hinzugekommen? Ja. Und wie viele? Ja, okay. Ja gut, ich lebe immer noch komischerweise. Jetzt hätte er schon einige Katastrophen überlebt.